Die Regeneration im Tennis ist sehr wichtig. Im kommenden Video zeigen Timo und ich euch einige Übungen mit der Black Roll, welche Black Roll-Arten es gibt und was ihr damit machen könnt, um euch bestmöglich von eurem Match zu erholen. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Martin und in meinem Kanal dreht sich alles rund um den schönsten Sport der Welt. Bist du Trainer oder Spieler und bist auf der Suche nach Übungsformen oder Spielformen für dein Tennistraining, dann bist du hier genau richtig. Lass mir doch ein Like da, abonniert meinen Kanal, drück auf die Glocke und verpasst kein Video mehr von mir. Heute soll es um das Thema Regeneration im Tennistraining gehen, mit Hilfe dieser Black Roads. Timo zeigt euch jetzt gleich 10 Übungen, die ihr zu Hause oder in eurem Tennistraining wunderbar durchführen könnt und die für euch sehr, sehr effektiv sein werden. So, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir jetzt heute wieder den Timo zur Seite geholt. Timo, der, ich sag mal, mein Aufwärm- und Fitness-Experte. Und ihr habt ihn vielleicht schon kennengelernt in unserem vorigen Video. Da ging es um Core-Performance. Heute wollen wir uns mal anschauen, was wir mit Black Roll und so weiter machen können. Timo, erzähl ein bisschen was dazu. Was haben wir jetzt hier vor? Ja, wir wollen jetzt den Off-Court-Bereich vielleicht ein bisschen abdecken. Was kann man zu Hause machen? Was kann man nach dem Spiel machen? Also was muss man nicht unbedingt auf dem Platz machen? Da habe ich so ein paar Materialien mitgebracht, die mir selber helfen. Und Martin hat es gesagt, von der Firma Black Roll gibt es natürlich auch andere Fabrikate. Und da versuche ich auch meine Faszien zu dehnen und meine Muskeln zu verbessern oder meine Funktionalität vom Körper einfach und die Regeneration zu verkürzen. Gut, und wir schauen uns jetzt erstmal an, was der Timo hier so alles mitgebracht hat. Ja, also ich habe ein paar Materialien für euch mitgebracht. Hier haben wir die Black Roll. Das ist jetzt ein ganz neues Modell, wo in der Mitte ein Schaft drin ist. Das eignet sich für Muskelstränge und Faszien neben der Wade oder im Rückenbereich, wo das Rückgrat quasi in der Mitte läuft, oder die Wade und ich die äußeren Faszien dehne. Das Ganze gibt es als normale Black Roll auch ohne diesen Mittelbereich. Das ist das gängigste Modell. Das sollte man auf jeden Fall haben. Das ist so ein kleiner Zusatz, den ich für mich jetzt neu entdeckt habe, weil so ein bisschen Sprunggelenkprobleme habe im Moment. Und das hilft mir dabei, und auch die Muskelstränge und Rückenbereich auszurollen. Mhm. So, dann ein weiteres Teil. Das ist die kleine Black Roll. Ja, die kann man wunderbar nehmen, um den Rückenbereich hier an der Seite oder auch die Füße unten drunter auszurollen oder auch den Unterarm. Kann man damit machen, aber die Übungen zeige ich euch ja gleich. Also das sind so zwei Sachen, die ich euch empfehlen würde. Die klassische Black Roll und die kleine gibt es als Set. Auch bei Tennis Point kann man auch ein anderes Fabrikat nehmen. Aber die Firma Black Roll ist sozusagen Vorreiter von dem Ganzen. So, dann haben wir noch eine weitere Faszienrolle. Der Ball. Den kenne ich auch noch ganz gut. Genau, das ist Dr. Pain, so nenne ich das Ding. Dr. Pain, ja. Weil da so manche Faszien oder Triggerpointe am Körper mit behandelt werden können, wo ich dann gezielt drauf rollen kann. Und gerade im Hüftbereich kommt das zum Einsatz oder auch hier im Schulterbereich, wo ich dann hier wunderbar arbeiten kann. Aber Näheres da. Das Ganze gibt es als großes Format. Es gibt auch noch ein kleines Format, wo man dann noch mal tiefer reinkommt. Aber für das Basisset reichen zwei oder drei Sachen. Dann habe ich noch den kleinen Ball, kann man auch einen Tennisball nehmen, gibt es auch mehrere Videos zu, aber ich habe den Ball dabei. Der eignet sich dann wirklich für so kleine Triggerpointe. Hier unten ist so einer, den jeder Tennisspieler kennt. Hier vorne ist einer und dann auch im Hüftbereich gibt es welche, im Wadenbereich. Da kann man dann mit dem Ball arbeiten, da kommt man tiefer und genauer an den Punkt, wo man hin möchte. Dann habe ich noch zwei weitere Lieblingsinstrumente von mir. Einmal das Deuserband. Das ist ein Gummiband, was jeder auch vielleicht als Terraband kennt. Das Deuserband ist noch ein bisschen stabiler. Werden wir nachher ein bisschen Tabata machen in einem anderen Video. Da kann ich euch das nochmal zeigen, was man damit machen kann. Und auch zur Stabilisation einiges machen, ne, mit dem Band. Beweglichkeit, Stabilisation, das sind so Sachen, die ich anstatt Fitnessstudio zu Hause mache. Das auch zwei, dreimal die Woche. Und wir kommen immer mit einem Aufwand von 15 Minuten, kommt man immer ganz gut hin. Man muss es halt nur zwei, dreimal die Woche machen. 15 Minuten alle 14 Tage. Wie bei Core Performance, die Kontinuität ist das sehr entscheidend. Ne? Ja. So, und das letzte Teil, was ich mir gegönnt habe, ist eine Hantel, eine Kettlebell. Das ist eine 8 Kilo Hantel, für den Männerbereich 6 bis 8 Kilo, Frauen 4 bis 6. Sieht erstmal ziemlich, ziemlich leicht aus, aber geht sofort nach unten. Ne? Also das genau, ist, das ganze Teil darf man nicht unterschätzen. Genau, kann man, hat einen Griff dran, man kann mit der Sache viele schöne Übungen machen, auch Funktionalität, Beweglichkeit und wenn man da noch ein bisschen Gewicht drauf packen will, so dass es halt nicht störend ist und nicht wie im Fitnessstudio vielleicht mit 20 Kilo was macht, was fürs Tennis eigentlich nicht so viel bringt, sondern eher ein bisschen weniger und dafür Beweglichkeit mit rein.
Ja, aber alles Weitere zeigen wir euch dann im Video. Ja, bevor wir gleich mit der Black Roll beginnen, nochmal der allgemeine Hinweis. Bei uns sind es Ausschnitte, die dazu dienen, euch zeigen, was man machen kann. Im Normalfall fängt man an, von unten nach oben zu rollen, das heißt Füße, dann Waden, dann die Oberschenkel, dann den unteren Rücken, oberen Rücken bis hin zum Nackenbereich, sodass der Lymphfluss im Körper natürlich gefördert wird. Und ich mache das Ganze langsam und immer in eine Richtung. Natürlich zeigen wir euch jetzt mehrere Punkte. Man kann sich dann auch gezielt, wenn man ein bisschen fortgeschritten ist, einzelne Körperteile, Körperstellen raussuchen. Viel Spaß damit! So, here we go. Das heißt, wir fangen an mit der klassischen Black Roll. In meinem Fall, die ich euch vorgestellt habe, mit der Rundung. Und man sollte so Übungen immer von oben nach unten machen. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar gängige Übungen. Es werden auch wieder wahrscheinlich 10 werden, die wir machen. Und ich fange einfach mal an. Lege mich auf den Boden. Mache die Black Roll unter meinen Rücken. Und fange an, vom Schulterblatt eine Körperspannung über den Bauch aufzubauen. Und strecke meine Arme. Und rolle bis zum Nacken und unter die Schultern. Das ist der obere Bereich. Ja, ich gucke mal zu euch. Wichtig ist dabei, die Arme sind gestreckt. Ich habe hier eine Bauchspannung. Und die Bewegung geht eigentlich von meinen Füßen aus, die den Impuls geben, dass ich rolle. Ich kann auch hier nochmal zusammenrollen, gehe dann wieder auseinander. Das Ganze sieht wieder einfach aus, ist aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und auch da immer so 10 Wiederholungen, nicht zu schnell. Wir wollen ja Regeneration und Verbesserung haben. Zum Warm-up kann man das auch machen. Dann sollte man halt nur 3-4 Mal rollen, dass die Muskeln so ein bisschen, die Faszien so ein bisschen vorgewärmt sind. So, wir haben die Black Roll unter das Gesäß getan. Ich rolle jetzt quasi den unteren Rücken unter das Gesäß. Kann ich auch noch ein bisschen verstärken, indem ich das Bein hochnehme. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, weil das Mikrofon in der Tasche ist, dass ich nicht drüber rolle. Aber es geht darum, den Hüftbeuger, das Gesäß zu mobilisieren. Das Ganze mache ich dann nochmal auf der anderen Seite. Nehme wieder die Rolle, mache sie unter meinen Gesäß. Jetzt habe ich zum Beispiel hier die Seite, wo es etwas schöner ist als auf der anderen, aber auch hier wieder wichtig, atmet, macht es langsam, rollt über den Punkt, wenn es ein bisschen weh tut, bleibt kurz auf der Stelle und geht dann weiter. Ja, es gibt immer so einen Punkt, der ist bei mir jetzt hier, da rolle ich dann nochmal langsam drüber und auch da so 6, 8, 10 Mal maximal, das reicht. Und dann halt wieder am besten 3 Mal die Woche. So, jetzt kommen wir an den seitlichen Traktus. Deswegen lache ich auch ein bisschen mein Spezialgebiet, was immer so schön auch wieder Dr. Pain ist, weil es ein bisschen weh tut. Das heißt, ich rolle hier über den Traktus, über die Seite bis hin oben zu meinem Hüftbeuger. Kann das Gewicht von dem anderen Fuß entfernen oder hier ein bisschen abstützen, je nach Schmerzgrenze. Oder guckt bitte darauf, dass es nicht zu schmerzhaft ist und atmet bitte weiter. Ansonsten nehmt ein bisschen Unterstützung mit den Händen, drückt euch leicht hoch. Und das Ganze mache ich auch wieder hier 8 bis 10 Mal, immer vom Knie bis oben zum Ansatz der Hüfte. Und das Ganze auch auf der anderen Seite, weil gerade beim Tennis hat man viel Belastung auf der Außenmuskulatur der Beine. Und da ist immer ganz gut, wenn ich das auch ausrolle, weil das auch viele Probleme für die Füße erzeugt, Sprunggelenke. Wenn die Seite verkürzt ist, fest ist, dann geht es auf die Füße oder auf den unteren, hinteren Rücken. Ja, dann habe ich Martin dazugeholt. Er macht das jetzt auch mal. Körperspannung, das Rollen über die Seite, verschieben mit dem Arm. Und er hat auch eben schon mir signalisiert, dass da so der ein oder andere Punkt ist, der so ein bisschen gerade nach einem Match, so die Außenmuskulatur hier, weil das Knie immer gehalten werden muss durch diese tiefen Drehbewegungen, macht dieser Traktus an der Seite oder halt hier oben im Becken-Hüftbereich immer zu. Das kann ich damit ein bisschen aufdehnen. Also gerade beim Abdrücken vom Aufschlag, wenn man länger Zeit nichts gemacht habe, habe ich beispielsweise nach meinen Spielen hier immer die Probleme danach. Zu dem Video kommen wir jetzt im Nachgang, das ist die nächste Muskelgruppe, aber er hat es angesprochen, deswegen zeigen wir euch das jetzt. So, jetzt sind wir bei Übung 4, das was Martin eben angesprochen hatte für den Oberschenkel. Das heißt, ich lege mir die Black Roll an das Knie, in dem Fall hier schön die Muskelstränge zwischen meine Black Roll, bei der normalen wäre es jetzt ein einheitliches, das heißt, ich rolle jetzt hier auf die Länge vom Knie quasi bis hin oben zum Ansatz des Hüftbeugers
und rolle dann auch wieder 10-mal runter. Ihr werdet auch merken, wenn ihr es ein bisschen verschiebt, mal nach rechts dreht das Bein oder mal nach links dreht. Da gibt es immer eine Stelle, die vielleicht ein bisschen mehr schön ist als die andere. Und wichtig immer, genießen. Ja, das Ganze mache ich jetzt einmal auf dem linken Bein. Dann kann ich mich einmal drehen. Ich mache es jetzt wegen euch, drehe ich mich, sonst könnte ich einfach das Bein wechseln. Und merke auch hier, dass das linke Bein, wie der Martin schon gesagt hat, vom Aufschlag her ein bisschen mehr verspannt ist und da auch wieder Drehung. Und ich habe hier auch wieder ein bisschen Dynamik drin, sodass ich auch die Oberkörperspannung über den Bauch halte und steuere. Jawohl. Machen wir gleich weiter. Kommen wir zu Übung Nummer 5. Wir rollen die Waden aus. Und zwar lege ich die Black Roll. Ich nehme mal das linke Bein zuerst. Dann seht ihr es besser. Hatte ich heute im Intro erwähnt, dass ich ein bisschen Sprunggelenksprobleme habe. Wenn man die seitlichen Waden hiermit, gerade mit diesem neuen Teil, ausrollt. Auch hier wieder Gewicht eigentlich über die Arme halten. Ich kann das Bein auch theoretisch in die Luft machen, wenn ich fortgeschritten bin, und rolle dann noch mit mehr Gewicht. Wenn ich das ein bisschen unterstützen machen will, stelle ich hier die Ferse ab und nehme mir ein bisschen Druck. Je nachdem, wie das für euch gut ist, müsst ihr ausprobieren. Auch wieder da von hinten angefangen, von dem Knie bis runter zum Schuh. Kann man natürlich auch barfuß machen, das Ganze. Zu Hause, dann in der Wohnung oder wo auch immer. Das Schöne ist, ihr braucht 1 Quadratmeter. Wo er die Übung macht. Das heißt, den hat man auch off-court irgendwo oder eine Matte mitnehmen und zur Seite legen. Ja, Übung 6, dafür habe ich mal eines der anderen Utensilien genommen. Ich sage euch nachher noch mal kurz was im Outro zum Material. Hier kann ich jetzt auch wieder entweder mir wieder oben den Rücken ausrollen. Das zeige ich ganz kurz. Kennt ihr von der anderen Rolle. Wenn ihr die halt nicht habt und habt nur die Basic, dann könnt ihr das mit der auch wunderbar machen. Oder das, was ich euch jetzt eigentlich zeigen möchte, ist, wir rollen hier die Seite aus. Das heißt, wir bleiben hier und gehen hier über diese schöne Stelle, die der Ansatz ist. Dr. Payne, das ist quasi der Muskel, der das macht und der dann hier oben rotiert. Und da wird, und das ist noch die linke Seite, da kommt bei der rechten Seite gleich, da ich Rechtshänder bin, noch ein bisschen mehr Freude. Aber der Martin möchte das gleich euch auch noch mal demonstrieren, wie sich das bei ihm anfühlt. Ja, hier ist noch ein bisschen mehr schön. Aber ich kann auch mal kurz an dem Triggerpoint, den man so nennt, verweilen. Und wichtig ist auch bitte atmen, nicht die Luft anhalten. Eine Atmung ist immer wichtig für das Ganze. So, der Martin wollte jetzt auch mal Dr. Payne ausprobieren. Das heißt, die Übung, die für Tennisspieler ganz gut ist. Er rollt jetzt. Ihr seht sein schmerzverzerrtes Gesicht, atme einfach mal ruhig und versucht dir mal was Schönes vorzustellen. Gestern noch im Urlaub gewesen, deswegen ist er auch so braun. Stell dir den letzten Cocktail vor, rolle aus. Genau, und nicht den Schmerz leiden, sondern über Atmung steuern und macht es nicht zu viel, sondern nehmt euch ein bisschen Druck, indem ihr die Beine ein bisschen nutzt. Aber wichtig für Tennisspieler, gerade um den Arm zu strecken, weil viele haben das Problem, Arm kann nicht gestreckt werden, dadurch wird die Streckung besser und Verletzungsvorbeugung. Übung Nummer 7 kommt jetzt, auch nochmal mit meinem Gerät, auch nochmal Dr. Payne. Das heißt, ich suche mir hier an der Seite einen Triggerpoint. In dem Fall ist es ganz oft hier der Bereich der Hüfte und rolle ganz gezielt hier nochmal im Rücken-Hüftbeugerbereich, der auch dann der Ansatz ist am Iliosakralgelenk, was oft bei Tennisspielern zumacht. Ähnlich eines Hexenschusses, wo ich mich kaum noch bewegen kann, kennen viele Tennisspieler, wo man weiß, wo kommt das auf einmal her. Ja, der Muskel schützt den Körper, macht dicht und der Schmerz entsteht. Das Gelenk ist nicht beweglich. Das heißt, das kann ich hier ganz gezielt nochmal ausrollen. Mache ich auch wieder beidseitig. Ich drehe mich für euch einmal kurz rum und rolle hier auch nochmal genau da in dem Ansatz über meine Problemstelle. So, dann kommen wir zu Übung 8. Da habe ich meinen Ball. Kann man auch einen Tennisball nehmen. Es gibt hiervon auch einen etwas größeren. Das ist schon die kleinste Variante. Da kann ich jetzt auch wieder ganz gezielt Punkte mir raussuchen. Ich sage, irgendwie tut mir hier dieser Bereich hier oben weh, was wir eben schon mit der anderen Rolle hatten. Da kann ich nochmal ganz gezielt auf diese
Punkte eingehen und kann sagen, ich suche mir hier den Punkt, lege mich drauf und kreise ein bisschen mit der Schulter, indem ich hier ein bisschen über diese Stelle rolle oder auch mal ganz kurz verharre und das Ganze über eine kleine Anspannung wieder versuche, etwas weich zu machen. Oder ich habe eine Problematik hier außen, dann lege ich mir den Ball unter diese Stelle und rolle ganz leicht über diese Stelle, sodass die Stelle wieder weich wird und ich versuche damit ganz gezielt Problemstellen zu behandeln. Das ist Übung Nummer 9. Dazu habe ich meine kleine Black Roll noch mal rausgeholt, in der ich jetzt diese kleine Black Roll nehmen kann und kann mir die Arme ausrollen. Das Ganze ist möglich, indem ich hier drüber rolle oder ich sage, es tut hier außen ein bisschen weh. Ich rolle hier über die Position oder es ist auch möglich, indem ich das Ganze nehme und rolle hier über den Oberarm ein bisschen. Ich komme halt mit dieser Rolle dann noch ein bisschen genauer hin als mit der großen Rolle. Ich kann das Ganze auch an einer Wand machen, indem ich stehe und rolle dann hier diesen Bereich in den Armen aus. Kann mir natürlich auch, ein ganz schöner Bereich ist auch immer die Vorderseite des Schienbeins. Da sind wir wieder bei Dr. Payne. Das heißt, ich kann hier die Vorderseite des Schienbeins, was auch immer sehr wichtig ist, nochmal ausrollen, indem ich hier die Körperspannung halte und hier mit dem Schienbein ein bisschen drüber rolle. Auch da wieder 8 bis 10 Wiederholungen. So, letzte Übung mit meinem kleinen Freund, der kleinen Rolle, für den Fußballen, für die Fußgelenke, Mittelfuß, Ferse. Fußballen, wenn ich wechsle von Teppich auf Sand, Sand auf Teppich, habe ich verschiedene Bodenbelege, habe verschiedene Belastungen. Das heißt, ich lege mir die Rolle unter den Fuß, stelle mich drauf und rolle einmal schön über die Fußgelenke und gerade hier im Fersenbereich versuche ich die Muskulatur, den Mittelfuß zu lösen, zu entspannen. Auch da wieder immer 8 bis 10 Mal. Das Ganze kann ich ruhig auch 2-mal machen. Gucke, wie es für mich passt. Entweder stelle ich mich fester drauf oder ich unterstütze über das andere Bein. Martin testet das jetzt für euch gleich auch nochmal. Gut, dann nochmal Martin im Self-Test mit der kleinen Rolle. Das heißt, auch da ausrollen, wenn der Fuß, gerade wenn man vielleicht als Tennistrainer auch 6-8 Stunden Training gegeben hat, hinterher zur Regeneration zu Hause, dass der Fuß ein bisschen entspannen kann, in Tennisschuhen raus. Barfuß über Rolle, können wir das Bein auch nochmal wechseln, Fuß nochmal wechseln. Vielleicht, es gibt auch immer da einen Schokoladenfuß und einen, der vielleicht ein bisschen fester ist. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch der so rechte. Ist. Der rechte, fester, ja. Das ist einfacher. Standbein beim Rechtshänder, ne? Ist ja hier beim Tennistrainer, stehe ich auf dem rechten Bein, mehr Belastung. So entspannt ihr eure Füße, sorgt da auch für Verletzungen, gerade im Sprunggelenkbereich, dass der Fuß besser aktiviert ist. Faszienplatte sitzt unter der Mitte, das heißt, auch da entstehen viele Probleme. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mehr gleich im Intro. Outro. Egal. Hat keiner gemerkt. So, das waren unsere 10 Übungen zum Thema Off-Court-Stabilisation. Der Timo sagt jetzt vielleicht nochmal genau, ihr müsst euch jetzt nicht 5, 6, 7 von diesen Geschichten kaufen, sondern wichtig sind eigentlich vor allen Dingen welche Basisartikel, würdest du jetzt sagen? Ich würde sagen, ihr habt zwei. Zum Starten? Zum Starten habt ihr 2, und zwar einmal die normale Black Roll, nicht die mit der Rille, sondern die glatte und die kleine dazu gibt es als Set. Ich glaube, kostet zwischen 30 und 40 Euro. Einen Tennisball hat man ja auch, das heißt, man kann diese kleine Rolle durch den Ball ersetzen und man kann sich steigern. Ich habe mittlerweile 7 Artikel von der Firma, weil ich einfach sage, okay, das macht Spaß, bringt mir weiter und ich mache gerne auch mal neue Sachen, aber zum Start reichen diese 2. Das muss man ja natürlich auch sagen, es ist relativ individuell. Du hast jetzt diese 10 Übungen vorgestellt, wir sind alle keine Physiotherapeuten oder sonst was. Für ihn funktionieren diese 10 Übungen, probiert sie gerne mal aus. Wenn ihr euch von dieser Black Roll oder von Black Roll allgemein etwas kaufen wollt, schaut bei uns im Tennis Point Store vorbei, Tennis Point Store Kassel, oder ihr könnt euch auch gerne an mich wenden oder an den Timo selbst. Über den Tennis Point Store Kassel könnt ihr die ganzen Dinge natürlich dann auch kaufen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, schaut bitte mal in die Kommentare, dort freuen wir uns natürlich über jede Anregung und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem nächsten Video. Der Timo kommt heute noch einmal zum Einsatz, ja. Da geht es dann um Tabata, also bleibt dran und abonniert meinen Kanal. Bis dahin, euer Martin. Ciao. Ciao.